Die Frage ist jetzt nur, muss ich noch mal diesen Kampf machen? Ja, muss ich. Oh. Ich muss mich beeilen, hineinzukommen. Viel Spaß. Das könnt ihr vorerst auf eigene Faust machen. Ich halte mich am besten daraus. Es ist jetzt natürlich sehr doof, dass ich den Kampf dann nochmal neu machen muss. Obwohl, mit ein bisschen Glück. Mein Gott, wie lange machst du denn noch hier? Mit ein bisschen Glück kann ich die alle schön nacheinander ausschalten? Natürlich nicht. So viel zum Thema Glück. Stirb. Ach man, hör doch mal auf zu blocken hier. Und stirb einfach weg, ich könnte deine Waffe gebrauchen. Blockt der schon wieder, das ist unfassbar. So, der erste hier wäre weg, aber es kommen immer noch neue Monster. Deswegen vermute ich mal, dass da oben der immer noch steht. Deswegen musst zuerst du daran glauben. Auch wenn es mir nicht so gefällt, da immer wieder gegen Monster kämpfen zu müssen. Beziehungsweise, weil es mir gerade nicht gefällt, gegen diese Monster kämpfen zu müssen, musst du jetzt als erstes sterben. So, jetzt hoffe ich doch mal, dass da nicht immer wieder neue kommen. Es sind schon wieder vier. Jetzt hat er mich in der Ausführung meiner Attacke unterbrochen. Die Drecksau. So. Ihr geht jetzt alle schön mal zum Boden, damit ich euch schön massakrieren kann. Aber ich sehe gerade, es bringt nichts, dass ich die zwei Obermuftis kaputt gemacht habe. Zumindest aktuell nicht. Denn da kommen immer neue raus. Aber ich finde es schön, dass die sich gegenseitig auch schlagen können. Ich meine, den Vorteil habe ich natürlich als Einzelkämpfer. Och, jetzt hör doch mal auf, mich zu unterbrechen jedes Mal, wenn ich die Attacke hier mache. So, einmal. Dann benutze ich es eben nochmal. Es nervt schon jetzt ein bisschen hier, dass ich das nochmal kämpfen muss. Das hätte man anders lösen können. Warum eigentlich immer gegen vier oder mehr Gegner? Das ist ja nicht so, als müsste man sich schon so anstrengen, dass man hier was reißen kann. Ich verliere den Kampf schon wieder. Es ist unfassbar. Hört doch mal auf zu blocken, Mann! Och, ihr seid Langweiler, echt. Ich weiß, diese Sprungattacke ist auch ziemlich langweilig, aber das ist die einzige Möglichkeit, mich irgendwie ein bisschen sicher vor denen zu halten. Hey, wieder gestorben. Prima. Ach. Jetzt hat es so schön angefangen. Und die letzten 5 Minuten waren der größte Rotz, den es überhaupt gibt. Ja, komm hier. Da muss ich rauf. Hüpf. Dede. Und nochmal hüpf. Gibt es hier eine Waffe? Nee, gibt es keine Waffe. Ja, ja, du musst dich beeilen, hineinzukommen. Bla, bla. Das könnt ihr vorerst auf eigene Faust machen. Ich halte mich am besten daraus. So, jetzt versuchen wir den nochmal abzuschlachten. Mit seinen 15 Treffern, die er braucht. Mit der Hoffnung, dass mich die anderen nicht gesehen haben. Natürlich haben sie mich gesehen, das war ja klar. Ach, das nervt. Das nervt so tierisch. Hör doch mal auf, vor mir wegzulaufen. Mein Gott, du bist ein Feigling. Alles muss geblockt werden und immer läuft dir vor mir weg.
Das nervt. Ich glaube, ich muss einfach die Kombos sein lassen. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber es geht. Vielleicht, ja, okay, so könnte das funktionieren. Komm, zeig mir etwas, das ich noch nicht gesehen habe. Ich versuche hier immer Neues zu zeigen, aber es ist nicht gerade ziemlich leicht. Das sieht doch jetzt irgendwie mal ordentlich aus, oder? Gehst du jetzt da weg, du Sandgedönse? Ja, ging auch so. Warum waren es jetzt plötzlich nur noch 3 Gegner? Vorhin waren es 12, jetzt sind es nur noch 3. Eieiei, Mann. Moment. Hier summt doch was. Hier gibt's zusätzliche Energie. Irgendwo. Nur wo? Irgendwo hier gibt's einen Geheimgang. Den würde ich dann doch schon gern finden. Vielleicht dahinter? Nö. Oh, super, jetzt höre ich dieses Geräusch. Ich hoffe, ihr hört es auch. Vielleicht hat es ja was mit diesen Dingern hier zu tun. Vielleicht auch nicht. Aber es kommt auch mehr von hier irgendwie. Ach, das Ei. Gut, ich gehe einfach mal rein. Vielleicht bleibt das Geräusch erhalten. Hier links ist nichts. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich noch ein bisschen Lebensenergie dazu bekommen würde. Aber das hat für mich den Anschein, als würde es nicht. Von hier kommen. Zumindest habe ich jetzt diese Stelle mal überstanden. Ach, scheiß drauf, mehr Lebensenergie. Wir brauchen sowas. Ich brauche es sehr dringend. Und hier ist eine Speicherstation hinter der gefährlichen Stelle. Naja. Soll ich hier? Ja, bitte, wir speichern hier. Eine gute Stelle, um nächstes Mal weiter zu erzählen. Und zwar auf diesem Speicherstand. So. Dann wollen wir doch mal weiter. Armer Prinz. Eingesperrt in einem brennenden Gebäude ohne Ausgang. Wie traurig. Sieh da, eine Falle. Jetzt erkennst du, was rauskommt, wenn du anderen zu helfen versuchst. Du stirbst! Er hat uns hier eingesperrt! Wir werden ihn verbrennen! Hilfe! So helft uns doch! Ah, ah, hierher! Hierher! Bitte! Ihr müsst uns hier rausholen! Oh, Vater, weise mir den Weg und gib mir Stärke. Wo bist du nur geblieben? Vater, fort! Moment! Das ist es! Wo ist das Räderwerk, das diese Bänder steuert? Sagt schon, es bleibt nicht viel Zeit! Über uns! Die Treppe ist jedoch verbrannt, unmöglich dorthin zu gelangen! Tja, da muss ich wohl einen anderen Weg finden, um raufzukommen. Ich fange, glaube ich, hier hinten mal an zu suchen. Denn da sahen die Sachen relativ niedrig aus. Ja, gut, relativ, ne? Alles ist relativ. Vielleicht aber, wenn ich hier nach oben klettere. Nö. Dann versuche ich es mal auf der anderen Seite. Hier ist eine. Nö. Das brennt. Da möchte ich nicht unbedingt drauf. Da hält er sich nicht fest. Okay, dann gilt's, den passenden Weg zu finden.
Aber wo? Ist das da eine Leiter? Nö. Das ist keine Leiter. Ja, wo geht's denn jetzt hier lang? Da? Begleitet von den Schreien der Untergebenen. Okay, da geht's. Da kann er sich zumindest mal festhalten, aber es geht nicht nach oben. Hoppla. Wo geht's hier nach oben? Da? Nein. Da ist wieder so eine Stelle, wo das Spiel mir nicht verrät, was ich machen soll. Sondern einfach so... Ja, mach mal. Vielleicht hier. Nee, hier auch nicht. Und die Kamera ist auch ein bisschen störrisch hier. Die Übersicht gibt's auch nicht, die mir helfen könnte. Oh Mann, bitte echt, ey, das ist so kacke hier in dem Spiel. Manchmal kriegt man den Weg direkt quasi schon vorgesetzt. Ja, da musst du lang. Manchmal, da gibt's gar nichts. Deswegen springe ich jetzt erstmal ins Feuer rein. Komm, steh auf. Wo soll's denn hier lang gehen? Hier hinten, oder was? Das sieht man nicht richtig aus. Nee, nee. Ich glaube, das passt so nicht. Da vielleicht? Auch nicht. Och, Mann. Jetzt renne ich hier wieder minutenlang rum und suche den passenden Weg. Und finde ihn dann trotzdem nicht. Wirklich offensichtlich ist er ja auch nicht. Okay, ich versuche nochmal hier rauf zu klettern. Aber er kann da nicht hoch. So, abspringen funktioniert auch nicht. Da oben dran komme ich vermutlich auch nicht. Mann, 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 Mann. Ah. Okay, das könnte der richtige Weg gewesen sein. Ach, jetzt kriege ich auch eine Übersicht. Ihr seid Helden, echt. So, jetzt bin ich hier oben. Wo lang jetzt? Darüber. Noch weiter und dann darüber. Ja, dann geht es dann plötzlich doch, wenn man an der richtigen Stelle steht, wo man sich auch hinstellen muss, soll. Achso, okay. Puh, ob das jetzt richtig war, weiß ich nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Nein, war falsch. Also, nochmal das Ganze hier drehen. So, jetzt müsste es aber funktionieren. Muss ich das jetzt nochmal machen oder hat das gereicht, um irgendwie was Spezielles zu bewerkstelligen? Ich versuche es einfach nochmal. Okay, das funktioniert also auch nicht. Dann muss es ja was anderes sein. Ich hoffe einfach mal, dass ich den da drehen kann. Ja, kann ich. Jetzt war ich nicht, natürlich wieder nicht ganz genau an der Stelle, wo ich hätte sein sollen. Okay. Komme ich denn jetzt irgendwie auch wieder auf die andere Seite zurück? Ah ja, da sind zwei Leitern, die habe ich gar nicht gesehen, gerade die eine da, die hier. Denn jetzt kann man das Ganze nochmal schieben, denke ich mal. Nee,